Über die Hälfte der Adventszeit ist schon rüber. Und heute haben wir einfach schon den Tag 13 und damit ein wunderschön herrliches Willkommen hier auf meinem Kanal zum Adventkalender 2023. Heute geht es um den Regal neben dem anderen Regal. Ich werde dann beim Fazit nochmal klären, was sich kurz dann ändert oder auch hier dann später noch. Aber erstmal legen wir los. Diese Dinger sind einfach nur alle super schwer und ich muss noch aufhören, dass ich nicht runterfalle. So, noch ein. Das packen wir erstmal durch. Nachdem ich die ganzen Schränke und Zeug erstmal weggetan habe, werde ich hier als nächstes den Schrank oder das Regal von Ikea. Wir haben jetzt endlich nach Ewigkeit später die Schrauben angezogen bekommen. Jetzt heißt nur noch den da. Und ab damit. So, meine Damen und Herren, der nächste Schrankregal ist aufgebaut. Ja. 1,82 ist er groß. Dahinter kommt dann irgendwann noch eine Philip Hue-Lampe hin. Das braucht dann irgendwann auch nochmal so, ja, 5 cm Platz, sodass die Lampe dann auch da reinpasst. Oder vielleicht auch weniger. Ja, daher, wir sind gleich erstmal fertig und wir haben hier nur noch weniger Platz. Ja. Das heißt, ja, manche Ecken sind hier irgendwie echt nicht toll aus. Ich wackel leider irgendwie trotzdem noch. Oh, ich glaube, das ist normal. So. Ja, das heißt, und hier hinten kommt irgendwann der Tisch hin.
Ja, meine Damen und Herren, das war dann mit der heutigen Folge Nummer 13 mit dem Adventkalender. Leider ist zwischenzeitlich mal die andere Kamera ausgefallen, ist kein Problem. Und dann sage ich einfach nur, wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Türchen, Tag 14. Und dann sage ich nur noch, schönen Abend, macht gut, bleibt gesund und schöne Adventzeit.